Ich bin in der Traumhöhle. Wie lieblich doch die Freiheit ist. Aber Mephistros Magie hat meine Macht verringert. Lasst uns gehen, bevor der Schreckenslord zurückkehrt. Portal benutzt. Und? Und? Also, rein im Vergleich jetzt von der Quest vom Druiden zum Hexmeister. Hexmeister ist einfach geiler. Aber das ist bitte meine persönliche Einschätzung, weil ich einfach, ich bin ein Hexmeister. Ich bin undead forever, untot für immer und ewig. Und Hexmeister ist einfach meine Klasse. Ich habe es oft genug versucht, was anderes als Ersatz zu spielen, aber es kommt für mich an den Hexenmeister einfach nichts ran. Es ist einfach so. Ja. Und jetzt machen wir hier Quest beenden. Und die nächste Quest annehmen. Muss ich da jetzt wieder ins Portal rein? Natürlich. Wo auch sonst hin. So, so. Der kleine Hexenmeister kehrt zurück. Also, ich glaube, jetzt hat er mich K.O. gemacht. Mit Bäumen. Um eure Freunde zu retten. Sie haben die Ehre, meinen Lord Mephistroth unterhalten zu dürfen. Könnt ihr mich hören, Bertha? Er wird über ein weiteres Geschenk sehr erfreut sein. Und ich bringe euch nur zu gern zu ihm. Komm, Champion! Ihr werdet bald gebrochen sein! Wer hier bricht? Ich bin Hexmeister, ich überlebe alles. Naja, fast alles. Eure Klaue! Aha. Wie ist das möglich? Ja. Da guckst du, ne? Was ich bis drauf habe am Kosten. So, jetzt da mal gescheit Damage fahren. Da kann man das leichter nicht da nehmen im Kampf, oder wie? Gesundheit niedrig, was? Gesundheitsstein reinpushen! Weiter geht's! Das kann nicht mehr ja! Wird euch vernichten! Jaganov ist tot! Jo! Nehmt sein Herz! Ihr werdet der Anführer der Schreckensnarbe sein! Jetzt entfernen, habe ich jetzt echt sein. Bringt das Herz zum Altar hier entlang. Letzte Phase, verwendet den. Greifen mit dir auch noch. Das ist wahnsinnig. Ganz, ganz viele böse Dinger. Ne, es gibt gewisse Sachen, die muss man nicht töten. Ich hoffe, ich hab's jetzt dann gleich. Ich glaube, ich hab's jetzt dann gleich. Ihr habt also einen meiner Generäle getötet. Ja. Genießt euren Sieg, solange ihr könnt. Dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Wir sehen uns wieder. Kalidus kann helfen. Champion, die Schreckensnarbe ist da. Bereit für eure Befehle. Aha, denn da, okay. Hi. Ich habe ihn befehligt. Ihr seid alle meine Sklaven. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, ich muss denen dann alle noch auf die Fresse geben. Bereit zu dienen. Auf Wiedersehen. Entfesselt meine Wut! Sind das jetzt alles nichts mehr böse, ne? Alle wieder gut? Huch, hier. Okay. Lücken. Ach. Hab ich.
Okay. Da, genau das, ich brauche Artefaktmacht. Um das Ding, wieso den Schädel? Ich verstehe jetzt gerade den Sinn hier nicht so. Ach ja. Das ist jetzt der Hammer. Das ist jetzt praktisch das neue Quest, das neue Hochleveln. Ihr verbessert praktisch mit der Artefaktmacht, das war der Staubdingsgedöns, was mir am Anfang nicht eingefallen ist, euer Schwert oder euren Schädel in dem Fall. Sieht man den Schädel eigentlich irgendwo oder fliegt er eigentlich immer mit mir rum? Und mit dem macht man dann eben verbesserte, der erhöhte verursachten Feuer- und Schattenschaden um 5%. Das haben wir ja jetzt schon. Da haben wir dann, das ist auch schon aktiv. 40 Meter Reichweite wirken in 1,845. Entzieht euren Dämonen 8% Leben und entfesselt eine Schattenexplosion, Schattenexplosion auf euer aktuelles Ziel. Die im Schattenschaden in der Höhe des gestorbenen Lebens zufügt. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt im Zauberbuch dann drinnen, oder? Sollte zumindest. Irgendwo. Ich finde den Zauber eigentlich gar nicht so prickelnd. Passiv, 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 passiv. Also ich finde den jetzt so aktuell nirgends. Ach ja. Ich habe keinen. Ach ja. Okay, man zieht dann praktisch nicht mehr aus dem Buch raus, sondern direkt aus dem Schädel. Habe ich den Schädel jetzt schon? Ja, ich habe den schon angelegt. Dolch und Schädel. Ach, das ist ein Schädel. Und wenn man da jetzt umschaltet und Rechtsklick drauf macht, dann kann man sich das praktisch unterwegs überall ansehen. Nur man kann den hier nur an dem Schrein. Kann man ihn bearbeiten? Dämonische Artefaktplatz. Die Artefakte, den muss man dann auch noch reinsockeln. Das habe ich aber selber noch nicht ganz gepeilt, sage ich mal. Ja, aber so weit, so gut. Wir haben jetzt praktisch unseren Schädel. Sind absolut ausgebildeter Dämonen-Hexenmeister. Und lustig wird es natürlich erst dann ab Level. Wo haben wir denn nicht? Zauberbuch der Talent und Spezialisierung. Da. Die Talente sind ab Stufe 110 verfügbar. Das heißt, ab 110 bekommt man dann wieder irgendwelche Talente, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie, wer, was, wann und wo. Aber bis wir Level 110 sind, könnte es noch ein wenig dauern. Kalidus wartet hier. Kann ich jetzt hier liegen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Ui. Okay. Glück im Unglück. Mal ein GS reinpfeifen. Es ist halt nur die Frage, was mich immer brennend interessiert ist. Hi. Wie ich genau hierher komme. Auf den Web gucke. Schreckensnarbe. Es scheint, selbst ein Grubenlord kann euch nicht aufhalten. Aha. Aber was ist mit dem Rest des Rats? Da. Ich habe keine Zeit für Plattitüden. Hast du das auch mit den Albträumen gehabt? Ja, habe ich. Hast du das geschafft? Wieso, das ist ja nicht so schwierig. Weil mir da ein Albtraum einholt. Ach so, na Blödsinn, na, das kann ich nicht gehabt haben, nein, das ist ja eine andere Spezialisierung, Steffi. Das habe ich nicht gehabt. Wer wagt es, mich zu beschwören? Ja, ich, hallo. Lass doch mal einen Zahn zulegen hier. Wo sind jetzt hin? Ja, wir rennen mal da auf, wo diese runde Kreisel ist und dann
wird das schon ungefähr hinkommen. Da haben wir ein Büchle. Und da sollen wir irgendwas machen? Irgendwas am Schrein? Ach ja, okay. Jetzt bin ich praktisch bei der Speerkarte, da wo wir dann auswählen. Das glaube ich, da mache ich, das sehe ich mir aber zuerst noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt genau hin soll. Da ich... Steffi? Ich bin gerade bei der Map, wo man uns aussuchen kann, wo wir weiter questen. Du schon irgendeine Idee? Wo wir sollen? Okay, ignorieren ist auch eine Möglichkeit. Noch keine Idee. Müssen wir die Quest jetzt durchlesen, weil ich schaff's nicht. Auf die Map gehen. Kann ich mir überhaupt nichts anschauen. Was steht denn in die Zonen drinnen? Das ist ein idyllisches Inselparadies. Azuna wird überrannt. Die Legion lässt sich von oben herab tot regnen. Alle scheinen von einem mächtigen Relikt angezogen zu werden, das tief innerhalb versorgt liegt. Okay. Der uralte Wald von Val-Shara ist die Heimat des und ein Weg des Trümmern. Na, Wälder ist eher ohne. Der Hochberg. Der Hochberg ist eine der letzten Grenzen. Inseln wie Gipfel. Tückische Steilpfade. Das habe ich schon mal gezählt. Ich glaube, wir nehmen den Hochberg. Annehmen. Okay. Also wir, Steffi, nur so zur Info, wir wollen dann in den Hochberg. Was denn? Quest beenden. Eine Sache noch. Ja, ich möchte dafür, wenn ich das einmal schaffen würde. Der Rat ist in alle Winde zerstreut und ein Schreckenslag. Vielleicht gibt es irgendwer, der das weiß. Es ist Zeit, dass ihr den Ratsvorsitz übernimmt. Mit eurer Macht können wir uns wieder neu formieren. Möget ihr uns in der Schlacht gegen die Legion zum Ruhm führen. Aber sicher Ruhm, ja hier. Ich ernenne euch Champion zum Ratsersten der schwarzen Ernte. Fasst euch kurz. Und das war's jetzt? Okay. Und jetzt? Daran. Hilfe? Ich habe keine Ahnung, wie man da aus der Schreckensnarbe wieder rauskommt. Nämlich sowas von überhaupt keiner. Es sollte ein Portal geben. Ich bin mit einem Portal auch reingekommen. Im Portal war ich dann. Irgendwo im Nirgendwo. Natürlich. Wo könnte das Portal jetzt sein? Seien? Wandler. Portal, Portal. Das sieht zumindest so aus. Ja, hier war das alle. Nee. Patsch! Zuckerbus. Ich will wieder nach Hause. Und hier irgendwo nach Hause.
Jetzt den Ruhestein verwenden? Wie komme ich dann wieder in die Schreckensnarbe vom Dalaran aus? Ich habe zwar den Dalarans Ruhestein, aber... Willst du doch einen anderen Weg rausgeben? Hallo, weg, wo bist du? Weg, ich suche dir. Ne, da waren wir schon im App. Über? Auch kein Portal. Nö. Was? Mille irgendwas. Was jetzt? Vertraut niemandem. Ja, okay. Dann vertrauen wir halt niemanden. Okay. Sollte das hier das Portal wieder... Ja, okay, einfach durchlaufen. Ich habe noch ein kleines, rundes Portal gesucht. Jetzt bin ich gespannt, wie ich wieder rüberkomme. Okay, das ist praktisch in Dalaran unten in der Gasse. Da kommt man in die Schreckensnarbe. Ja, perfekt. Okay. Soweit ist so gut. Und jetzt müsste ich dann nur noch in den Saal und dann glaube ich... Ja, dann würde ich weiterkommen. Gut so, aber dann hätte ich gesagt, das war's. Dann jetzt suchen wir uns noch hier in Dalaran. Ich kenne mich ja zum Glück in Dalaran aus, wie in meiner Westentasche. Ich könnte hier noch kurz einen Ruhm führen. Der Lasse Hansen, hi, nee, jetzt auf die Gache. Ich glaube, du hattest mal irgendwo, warst du in... Nö, bin gerade überfordert. Also, zu der Rumführerei. Hier haben wir einen Ingenieurkunstlehrer, der natürlich viele geile Sachen hat. Gucke ich mir aber dann irgendwann mal offscreen an, interessiert mich hier nicht. Da haben wir dann Tränke, da haben wir dann die Schmiede und so weiter und so fort. Da auf der rechten Seite, linken Seite oben ist die Bank von Dalaran. Ach, wie ich mich noch auskenne. Da haben wir dann so einen kleinen Pressensverkäufer. Und die Einfahrt, die habe ich am Anfang immer übersehen, weil darunter geht es ins Gasthaus. Was ja hier in der Stadt eigentlich nicht nötig wäre. Aber mir gefällt das Gasthaus so, das ist... Ich habe keine Ahnung, warum so wenig los ist. Vielleicht Freitagsabendstream schlecht von der Zeit her, keine Ahnung. Aber du bist auch ein bisschen spät, weil ich jetzt dann raus bin für heute. Es genügt, ich bin seit 3 Uhr früh wach, also eigentlich seit 2:30 Uhr früh und jetzt haben wir es fast 10 und ne. Mein Mund ist auch schon ganz fusselig. Wir haben ja beinahe 2 Stunden geknackt heute. Also das hier noch Gasthaus. Und ja, weiter geht's dann. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann weiter streamen oder ob ich es aufnehme. Wochenende, ja genau, hoch die Hände, Wochenende, nee, morgen darf ich noch arbeiten, dann habe ich Wochenende. Einen Tag muss ich noch. Ja, bis dahin war's das für heute. Wiederholungen kommen natürlich oder sind schon durch, wenn ihr die Folge in der Wiederholung seht. Ob dann nachher weiter gestreamt wird oder aufgenommen wird, weiß ich nicht. Das kommt dann immer drauf an. Heute waren so wenig Zuschauer hier, dass ich nicht weiß, ob es den Aufwand wert ist, ob man es nicht einfach so aufnehmen sollte und dann hochladen. Ja, nee, vielleicht passt es irgendeinen anderen Tag mal, aber heute ist raus und wie gesagt, meine Streams werden immer so zwischen 7 und 8 beginnen, wenn ich mal streame, am Abend, also relativ früh. Ich habe sicher auch wieder mal einen Mitternachtsstream, aber das kann ich ja nicht planen. Das ist dann immer so spontane Eingebung. Ja, bis dahin hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht mich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Content von meiner Schwester, wenn wir dann zusammen zocken können. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss mit ihr und ciao mit auch. Gute Nacht, Leute. Tschüss. Tschüss.
Gute Nacht.